Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier auf meinem Kanal Peko Bolton. Und ja, das hier ist es endlich, das vor längerer Zeit schon angekündigte Review zu den neuen Sennheiser Momentum 3 Wireless Kopfhörern. Sennheiser wirft damit einen neuen Konkurrenten in der Oberklasse in den Ring, der aktuell für etwas unter 400 Euro zu haben ist und somit in einer Liga mit den neuen Bose Noise Cancelling 700 spielt, die ich ja bereits ebenfalls ausgiebig testen konnte und die mich auch schon echt überzeugt haben. Wie sich der mittlerweile dritte Ableger der Sennheiser Momentum-Reihe schlägt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Review. Solltet ihr euch für das Zubehör interessieren, mit dem die Kopfhörer ausgeliefert werden, dann empfehle ich euch mein kleines Unboxing-Video, was ich euch jetzt oben rechts in der Infokarte verlinke. Denn in diesem Video möchte ich mich voll und ganz auf die Kopfhörer konzentrieren, denn die, das sei schon mal vorweggenommen, haben einige interessante Dinge zu bieten. Schon von weitem erkennt man die Momentum Wireless als Sennheisers Eigengewächs. Das minimalistische Retro-Design ist einfach weiterhin extrem charakteristisch und auch kaum vom Vorgänger zu unterscheiden. Und da Sennheiser auf Stahl und Echtleder am Bügel sowie an den Ohrpolstern setzt, fühlt sich der Kopfhörer auch sehr robust und stabil an. Ich persönlich hätte sogar keine Angst davor gehabt, sie einfach so in den Rucksack oder die Reisetasche zu werfen, hab's dann aber doch lieber sein gelassen. Wie gewohnt lassen sich die Ohrmuscheln am Stahlbügel stufenlos verstellen und so problemlos an die eigene Dickkopfgröße anpassen. Die Ohrmuscheln mit ihrem matten Kunststofffinish lassen sich außerdem für den Transport nach innen falten, wodurch die Kopfhörer auf eine angenehme, kompakte Größe schrumpfen. Aber der Faltmechanismus besitzt noch einen ganz anderen Zweck, den ich persönlich einfach mega komfortabel finde. Sobald ihr die Kopfhörer entfaltet, werden sie automatisch eingeschaltet und verbinden sich innerhalb einer Sekunde mit eurem Smartphone und umgekehrt schalten sie sich beim Zusammenfalten direkt wieder aus. Und weitere Magie passiert dann beim Aufsetzen, denn ist euer Smartphone bereits mit den Kopfhörern gepairt, dann wird nach dem Aufsetzen der Kopfhörer direkt Musik gespielt, und zwar jene, die ihr zuletzt am Laufen hattet. Das hat bei mir auch überwiegend zuverlässig mit Apps wie Spotify und Google Play Music funktioniert, auch wenn dieser Vorgang ein paar Sekunden länger dauert, wenn die entsprechende App auf dem Smartphone erst noch gestartet werden muss. Setzt ihr die Kopfhörer aber während des Hörens ab, dann stoppt auch die Musik direkt bzw. startet direkt wieder, nachdem ihr sie aufgesetzt habt. Aber mal ehrlich, das ist ja alles so Spielerei, wenn auch sehr coole Spielerei. Wichtiger sind da schon eher der Tragekomfort und der Klang. Und tatsächlich bin ich beim Thema Tragekomfort etwas zwiegespalten. An den Ohren sitzen die Momentum Wireless dank der extrem weichen Ohrpolster super angenehm und drücken auch kein bisschen. Aber auf der Oberseite an dem mit Leder überzogenen Bügel habe ich öfter mal ein leichtes Drücken verspürt. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle am Kopf einfach sehr empfindlich bin, jedenfalls hatte ich mit anderen Kopfhörern bisher nie solche Probleme. Und dieses leichte Drücken trat meistens auch schon nach 1 bis 1,5 Stunden Musikhören auf und war tatsächlich auch ziemlich lästig, da die Kopfhörer dann entweder abgenommen oder etwas anders positioniert werden mussten. Wirft man einen Blick auf die rechte Ohrmuschel, dann wird man im wahrsten Sinne des Wortes eine Reihe an Knöpfchen entdecken, womit Sennheiser also auf Touchbedienung verzichtet. Zunächst die unspektakulären Dinge wie das Trio für lauter leise, Play-Pause und Vor- und Zurück-Buttons und auch eine Taste zum Aufrufen des jeweiligen Sprachassistenten ist hier untergebracht. Außerdem einen 2,5 mm Klinkenanschluss und USB-C Ladestecker. Dann wäre da aber auch noch der eine Knopf ganz oben fürs Noise Cancelling. Der hat an sich nur 2 Stufen, nämlich aus und an. Im angeschalteten Zustand könnt ihr den Knopf aber noch ein Stück weiter nach unten bewegen, um damit das sogenannte Transparent Hearing zu aktivieren oder zu deaktivieren. Aber der Reihe nach. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Bose für mich aktuell das beste Noise Cancelling anbietet und das ist auch immer noch so. Aber die Sennheiser Momentum Wireless 3 liegen, zumindest was die Fähigkeit der Umgebungsabschirmung angeht, auf mindestens einer Stufe mit Bose. Das Noise Cancelling filtert so ziemlich alle unerwünschten Geräusche ausreichend gut aus der Umgebung, sodass ihr wirklich in Ruhe Musik hören könnt. Aktiviert ihr dann das Transparent Hearing, wird das Noise Cancelling quasi umgekehrt und die Umgebungsgeräusche nicht rausgefiltert, sondern 1:1 auf eure Ohren gespielt, sodass ihr die Umgebung dann so klar hören könnt wie ohne Kopfhörer. Standardmäßig hört dann auch die Musik auf zu spielen und fängt wieder an, wenn das Transparent Hearing wieder deaktiviert wird. Eine relativ nützliche Funktion im Alltag, wenn man mal eben kurz was hören muss und dafür nicht die Kopfhörer komplett absetzen will. Zum Beispiel, wenn man sich am Bahnhof eine Currywurst bestellen will. Eine Feinabstufung der Geräuschunterdrückung, so wie Bose es macht, gibt es hier allerdings nicht. Dafür könnte in der Smart Control App die Art des Noise Cancelling und somit auch auf gewisse Weise die Intensität festlegen. Insgesamt hat mich die aktive Geräuschunterdrückung echt überzeugt und kann auch getrost als solche bezeichnet werden. Und auch ein Klangunterschied zwischen den einzelnen Noise Cancelling Stufen bzw. ein merkbares Hintergrundrauschen bei aktivem Noise Cancelling, wie man es teilweise von nicht ganz so teuren Modellen kennt, konnte ich hier bei den Sennheisern nicht feststellen. So, und da wir das jetzt auch abgearbeitet haben, fehlt ja eigentlich nur noch der Klang. Und es wird euch wahrscheinlich nicht wundern, dass ich bei 400 Euro Kopfhörern sage, sie klingen gut.
Aber der Klang, den der Sennheiser Momentum 3 Wireless liefert, ist so ziemlich das Beste, was ich bisher bei Bluetooth-Kopfhörern gehört habe. Und das meine ich voll und ganz im Ernst. Ähnlich wie Bose macht Sennheiser das Klangbild sehr ausbalanciert, verstärkt aber die Bassfrequenzen leicht und macht auch die Höhen noch einen Tick klarer. Der Bass geht aber richtig tief runter und einzelne Frequenzbereiche sind sauber voneinander getrennt. Der Klang ist insgesamt sehr sauber, kräftig, sehr detailreich und vollkommen verzerrungsfrei, also genauso wie man es sich eigentlich wünscht. Den Klang von Bose fand ich eigentlich immer super, aber halt manchmal auch etwas langweilig, weil eben die Power durch den Bass manchmal etwas fehlte. Und da Sennheiser hier etwas nachhilft, ohne dass der Kopfhörer gleich basslastig rüberkommt, macht sich der Sennheiser Momentum 3 Wireless in sämtlichen Genres einfach extrem gut und das auch bei hohen Lautstärken. Ich muss zugeben, der Sennheiser Momentum 3 Wireless ist mein neuer Favorite geworden und da ist es auch zu verkraften, dass er mit nur knapp 18 Stunden Akkulaufzeit teilweise deutlich weniger durchhält als die Konkurrenz. Wen das aber genauso wenig stört wie mich, der bekommt einen eigentlich perfekten Kopfhörer mit einem super Klang und netten Features. Im direkten Vergleich mit den Bose 700 würde ich auch die Sennheiser vorziehen, einfach aufgrund der etwas netteren Features, dem ebenso guten Noise Cancelling und dem meiner Ansicht nach etwas besseren, da kräftigeren Klang. Aber wie das so häufig ist und wie ihr es vielleicht auch schon gemerkt habt, spielt hier natürlich auch wieder eine gehörige Portion des persönlichen Geschmacks mit rein. Für 400 Euro sind sie wahrlich kein Schnäppchen, aber hier würde ich fast so weit gehen und sagen, dass sie jeden Cent wert sind. Wenn euch mein Review nun gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like unter diesem Video freuen, genauso natürlich wie über ein Abo. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.